Ihr Lieben, es ist Zeit für einen neuen Blechkuchen und dieser besteht aus saftigem Mohnbelag, Kirschen und Streusel. Hierfür benötigt ihr ein Ei, Butter, Mohn, Grieß, Zucker und Milch. Das ergibt jetzt den Mohnbelag. Dazu mahle ich den Mohn für 35 Sekunden auf Stufe 9, schiebe ihn mit dem Spatel runter, gebe alle restlichen Zutaten dazu und lasse das Ganze aufkochen für 6 Minuten bei 100 Grad, Stufe 2,5. In einem Teller lasse ich die Masse etwas abkühlen. Jetzt geht es weiter mit den Streuseln. Dazu benötigt ihr Butter, Zucker und Mehl. Kirschen habe ich hier, Kirschen aus dem Glas. Ihr könnt aber während der Kirschensaison natürlich auch frische Kirschen nehmen. Die Streusel werden für 30 Sekunden auf Stufe 4 verrührt. Ich stelle sie dann nochmal kühl, damit jetzt der Rührteig zubereitet werden kann aus Butter, Eiern, Zucker, Mehl, Backpulver und Milch. Diese Zutaten habe ich alle gleichzeitig in den Mixtopf reingegeben und dann einfach für 30 Sekunden auf Stufe 5 verrührt. Mein Backblech ist mit Backpapier belegt. Darauf gebe ich jetzt die Rührteigmasse, verteile sie gleichmäßig mit einem Löffel. Und nun kommt der beste Teil, denn jetzt werden die verschiedenen Belege in Streifen auf den Rührteig verteilt. Ich beginne mit Kirschen, dann ein Streifen Mohn, jetzt die Streusel und das Ganze wird wiederholt, bis der ganze Rührteig belegt ist. In der Zwischenzeit habe ich den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und darin wird der Kuchen jetzt für 30 bis 35 Minuten gebacken. Er ist dann leicht goldbraun. Nach dem Abkühlen könnt ihr noch mit Puderzucker bestreuen und dann am besten so anschneiden, dass jeder einen Streifen von jeder Füllung abbekommt. Und durch die Kirschen und den Mohn ist er wirklich super saftig. Ihr könnt ihn problemlos einen Tag vorher zubereiten. Und jetzt sage ich nur noch ausprobieren, einkaufen gehen, die Zutaten und Mengenangaben könnt ihr alles hier links unten nachlesen. Wie immer nicht vergessen, einen Daumen nach oben dazulassen und dann macht's gut. Bis bald, eure Vanni.